Kasper! Ey, wir sind ja voll in so einem heftigen Kinderparadies oder so. Voll cool und guck mal hier. Ja, was hast du gemacht? Oh, ich kann rutschen. Oh, mit dem Gesicht zuerst. Ey. Hä? Disaster Slime. Ah, nein. Schnell hoch, irgendwo hoch. Oh Gott. Oh Gott, ey. Aua. Schleimbälle, Schleimbälle. Aua, ich wurde vom Schleimball getroffen. Nein. Oh nein. Ich hier unten runter. Jetzt bin ich hier oben alleine. Du kannst mir zugucken. Guck mir zu. Ich bin zurück, Kasper, auch wenn ich voller Schleim war. Alter. Ja, gut, endlich. Okay. Ich weißt du, was jetzt gleich passiert, ja? Was wird denn passieren? Also in 2 Sekunden, also jetzt kommt ein neues Desaster und... Slide down? Hä? Wow! Hä? Wow! Alter! Kasper, nein! Gott, ich schaff's nicht! Oh mein Gott, ich hab's nicht geschafft! Ich hab's auch nicht geschafft, ey. Ich bin rauf und ich bin wieder abgebounced, Alter. Oh Mann. Nano. Wir sehen uns unten wieder, okay? Bis gleich. Okay, komm, wir gehen jetzt mal hier den Turm hoch. Ich will auch sagen, wir gehen mal hier lieber den Turm hoch, ey. Das ist ja, was hier für Desaster passieren, das ist ja nicht mehr normal. Unglaublich. Aber ich sag dir, wenn jetzt wieder ein Desaster kommen sollte, wo irgendwas von oben kommt, lass schnell weggehen, oder? Ja. Flying Swirls. Ich geh schnell weg. Hier nach unten ist die mittlere Etage. Oh Gott. Ja, Gott, siehst du es? Oh Gott. Was ist denn mit diesem Schwert das hängt fest? Haha, das hängt... Ah, oh, nein, es kommt! Oh, nein! Ach, Mano, ey, Mann! Das war... Oh mein Gott! Das war viel zu schwer! Das war viel zu schwer, wir hätten ins Haus gehen sollen, da wärst du vielleicht nicht reingekommen, weißt du? Oh, okay, lass jetzt mal ins Haus reingehen! Sagst du lieber ins Haus rein, nächstes Schwert wäre da nicht reingekommen? Ich glaube nicht, durch diesen kleinen Eingang kommen wir. Gehen mal hier rein und lunzen raus. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Okay, ich bin jetzt auch im Haus drin. Mal gucken. Es kann es sein, es greift uns irgendwas an. Nein. Eine Apokalypse? Nein, guck mal vor. Ah! Oh nein! Oh wir Gott! Hier raus. Nein! Leute! Leute, das ist gut so. Das ist gut die so. Die hängen fest, oder? Die hängen fest? Wo bist denn du? Ich bin hier am Fenster. Guck mal, der kann den. Ah! Oh Gott! Wo bist du? Wenn die dich rein. Ah nein! Oh, die können drin! Oh Gott! Drin. Nein, nein! Aber der hat mich! Oh mein Gott, ich glaube schnell weg! Ich muss es nur 30 Sekunden überleben! Ich bin hier irgendwo gerade außen! Ich guck dir zu und auf! Ich verstecke mich gerade in den Bäumen! Als wenn die dich da nicht sehen! Ja, die sind blöd! Hallo, guck mal, hier bin ich, Idioten! Wie Glück hast du! Hallo! Hallo! Oh Du hast richtig Glück gehabt. Ich habe überlebt, Kaspar. Ich bin einfach der beste Profi, ja. Sag mal, nicht schlecht hier. Was ist, warte mal, was ist da hinten? Wir können ja sogar richtig hochgehen. Guck mal hier. Wir können hier mega hochgehen. Lass mal hier hoch und dann mal gucken, was da oben ist. Warte da irgendwas? Lol, was ist denn das für ein Ding? So ein Turm oder so? Eine Bowlingballrampe? Hä? Okay. Oh Gott, über... Oh mein Gott. Oh! Oh mein, Gott. Ich glaube, sobald die dich berühren, dann war es das mit dir, ne? Alter, das war ja unnormal gerade. Das war ja knapp. Die hätten auch genauso gut auf uns fallen können. Ja. Oh mein Gott. Holy Macaroni, Alter. Oh okay, was kommt jetzt als nächstes, Gott, Roxo? Die Bowlingkugeln waren schon echt heftig, ne? Die Bowlingkugeln waren schon mega heftig. Oh mein Gott, die waren mega heftig. Also haben wir überlebt auf jeden Fall, ne? Ja. Hier sind wir so schnell nicht gebohrt. Lass mal hier hinten gucken. Stimmt. Guck mal, hier gibt es einen Shop. Lol. Was soll man da drin kaufen können? Shop? Guck mal, hier so ein Besen. Hä, auch so ein Schwert? Achso, man braucht mehrere Punkte. Wir haben jetzt 360 Punkte. Ich habe 360 Punkte. Wally? Ich kann mir schon was kaufen. Oh Gott! Ha. Was ist? Oh nein! Er ist böse! Du hörst den Planeten auf! Kaspar, der ist böse! Kaspar, der guckt! Er ist richtig böse, glaube ich. Oh nein. Kaspar, mach das nicht! Oh, meinst du, ich kann ihn rauslocken? Lauf weg! Wally! Wally, bist du? Ja! Er ist nur auf dich fokussiert, ich kann durchziehen! Oh mein Gott, Roxo, der hat dich im Auge! Ey, ich will... Der hat dich im Auge! Wally? Wally, bist du brav? Oh mein Gott! Ey, Roxo, der guckt nur dich an! Guck mal, der will gar nicht so... Nein, schnell! Wally, lass mich! Alter! Oh mein Gott! Du hast richtig Glück gehabt, ne? Oh mein Gott! Er dachte einfach, wir wären Schmutz und will den Planeten aufräumen. Ist so, Alter. Du hast richtig Glück gehabt. Oh mein Gott. Also ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht irgendwas mit von oben runterfallen oder so, ne? Ich würde sagen, wenn was von oben kommt, lass mal wieder ins Haus reingehen. Falling Giant Domino Pieces. Nein! Domino-Stücke! Das schaffst du nicht, Kasper! Das schaffst du nicht! Wo sind die denn? Ich hab die gesehen da oben. Oh mein Gott! Wie groß die sind! Oh da kommt noch viel mehr! Da kommt noch viel mehr! Gott, Kasper, pass auf, das fällt euch aufs Haus rauf! Nee, die fallen eher auf dich! Wieso auf mich? Bin ich hier drin safe? Oh nein, da kommt echt noch mehr! Ah, ich lauf schnell weg! Immer mehr. Lauf. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was sind das für riesige Dominosteine? Ey, was? Oh mein Gott, das sind ja so große Dominosteine noch nie gesehen! Warum sind die so groß? Oh, weiß ich auch nicht!
So, okay. Oh Gott, aber das war's eigentlich. Ich glaube, das haben wir überlebt, ne? Ey, was? Ja! Aber guck mal, beim Wald sind ein paar Bäume kaputt gegangen, ne? 1, 2, 3 Bäume. Oh, stimmt. Einfach Bäume gekappt. Oh, alter Schöne. Gar nicht schlecht, sag mal. Ja, pass auf. Dann würde ich mal sagen, lass doch diesmal wieder ins Haus gehen. Ich glaube, das Haus war ganz schön. Ja, okay, mal, okay. Diesmal. Die Treppe ist vorne kaputt gegangen. Stimmt. Nuke. Oh Gott. Atombombe? Nicht ins Haus. Oh mein Gott, was? Das hat alles zerstört. Wie hätte man das denn überleben sollen? Guck dir mal das Haus an. Guck mal, das liegt da unten noch. Hä? Hä? Lol, das liegt da unten noch voll rum. Wie hätte man denn das überleben sollen? Das hätten wir gar nicht überleben können. Wir hätten irgendwie... Keine Chance, keine Ahnung, ist da voll in die Luft gejagt worden. Na toll, ja gut. Oh mein Gott, war das krank. Dann sehen wir uns unten wieder. Wow, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Ich sag's dir, also das ist auf jeden Fall gefährlich hier. Das ist ja wirklich alles zerstört. Warte mal, ich guck mal gerade. Ich habe schon fast 500 Punkte. Ich kann mir schon was kaufen. Du hast gar nicht 500 Punkte, du hast 240. Lava Wave. Nein, wir müssen schnell nach oben, Kaspar. Ah, lol, ich hab's hinter uns. Hinter uns. Oh, nein, schnell, lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kaspar, lauf. Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Nein. Oh Gott. Guck dir das Haus an. Oha, das Haus. Oh mein Gott, das ist ja mega gruselig. Was? Oh. Ey, alles rot und so jetzt, ne? Ich sag's dir, guck mal da rechts. Was ist denn das Grüne? Ist das der Wald gewesen? Das ist der Boden, glaube ich, vom Haus. Lol, einfach das Haus komplett zerballert. Alter, das Haus wurde übertrieben zerballert. Guck mal, pass auf, warte. Ja. Guck, Kaspar. Wow! Ja. Oh. Alter, du verrückter Hund, du. Sag mal. Wir können jetzt nicht mehr rauf so leicht. Das hat Lava nicht kaputt gemacht, ne? Richtig schwierig. Okay, ich bleib hier oben. Glaubst du, oben sind wir jetzt gerade sicher? Das ist das Einzige, richtig heil ist. Ah, ich bin runtergefallen. Oh. Nein. Nein, komm, schnell hoch. Eine Sekunde und? Der böse Duck. Oh, die böse Ente. Evil Duck. Oh mein Gott. Oh Gott. Da ist er. Oh Gott. Was macht die jetzt? Kommt die? Ah! Und kann fliegen. Warum kann die fliegen? Enten können fliegen. Ja, aber warum guckt die uns so böse an? Die macht doch eh nichts, Kaspar. Wasser berühren? Die macht doch eh nichts. Wir können das. Hat er den Mund gerade aufgemacht? Nein. Meinst du, wir können die das Wasser berühren? Ja, klar. Ja, sind wir echt? Ja. Böse Ente! Du bist böse eine böse Ente! Böse Ente. Oh Gott! Ah, mein Gott, wie schnell ist denn der? Sag mal, nein, Oh mein Gott, ich hab's überlebt! Wie knapp! Ich hab's überlebt! Alter! Knapp. Was? Oh mein Gott, ich hab mal instant aufgefressen! Wie zerstört diese Map einfach aus? Die hat Raketenmodus aktiviert, die Ente. Alter, ey, komplett. Deswegen hat die sich auch so aufgeladen. Ey, guck mal, kann man das nicht irgendwie alles absaugen oder so hier? Anscheinend nicht. Da Whoop? Was soll das denn sein? Oh mein Gott, was ist denn das? Lol, guck mal. Och, Manu, wir waren genau da drin. Mann, der hat so einen Strahl gezündet auf uns. Mann. Wow. Hey, dieser Schub da Whoop hat auf jeden Fall uns echt mega zerstört. Also, das war nicht ohne. Und guck mal hier einfach, was ist das Blaue hier? Sag mal, hier muss ja wieder mal was Neues gebaut werden. Da muss mal der Innenarchitekt kommen. Das Haus ist jetzt komplett kaputt, ne? Das ist komplett kaputt. Alter, das ist komplett zerballert. Also entweder sind wir Skeleton Army. Skeleton Army. Nein. Oh mein Gott. Nein, hinter dir. Nein. Hinter dir. Nein, was? Ich kann nicht mehr schnell zu dir kommen. Oh mein Gott. Mann, wie kannst du so viel Glück haben? Ich hab so viel Glück gerade gehabt. Und das Ding ist, hey, hau bloß ab, ihr blöden Skelette. Ich guck dir zu, Broxo, komm. Was mache ich jetzt am besten? Broxo, du kriegst 5 Euro, wenn du dich traust, runterzuspringen. 5 Euro. 5 Euro kriegst du auf meinen Nacken. Warte mal, laufen die jetzt auch hoch? Können die hochlaufen? Die laufen nicht. Oh mein Gott, die laufen hoch. Ey, die laufen echt hoch, ne? Oh mein Gott, was bloß auf. Oh mein Gott, was bloß auf. Da ist schon einer oben gleich. 3 Sekunden noch. Broxo. Oh mein Gott. Okay, ich hab's überlebt. Ey, der ist immer leichter hochgekommen, ne? Ohne Spaß. Yeah, wo verstecken wir uns jetzt, Kaspar? Ich glaube, unter der Rutsche ist am sichersten. Oh, ja, okay. Aber was ist, wenn da direkt wieder irgendwie irgendwas kommt, was uns jagen will oder so? Glaub nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch eine vage Behauptung. Oh. Was? Nein, schnell nach oben, schnell rum. Immer größer werden, dann Schokoladenpudding. Hey, oh mein was? Gott. Oh mein Gott, ist alles meine durch. Beine. Hä? Wo sind meine Beine? Ich bin direkt erwischt. Wo sind meine Beine? Meine Beine. Lauf. Meine Beine, Kaspar. Oh mein Gott, warte mal, zeig mal. Wo sind meine Beine? Wie siehst du das? Oh nein! Nein! Oh mein Gott. Die Beine sind einfach weggegangen. Alter, Hilfe. Pass auf, der steigt immer noch. Der steigt noch 14 Sekunden. Nein! Ich glaube nicht, dass du noch. Nein, bitte nicht. Broxo. Nur noch 7 Sekunden, bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott, 4 Sekunden. Bitte nicht. 3 Sekunden. Oh mein Gott. Mann, eine Sekunde letzte nur gewesen. Sekunde.
Wie viel Pech kann man denn haben? Mann, ey. Das war echt blöd mit diesem Schokoladenkuchen. Oh nein. Alter, stay war lustig, down. Ne? Stay down. Okay. Oh Gott. Oh Gott, Alter, das hast du gerade so überlegt. Du bist gerade runtergesprungen. Hä? Oh, oh Gott, stimmt. Das, guck mal, da oben ist so ein Ding, weißt du? So eine, irgendwie so eine Begrenzung oder oha. So. Oha. Ich sehe, ich hab's echt gerade überlebt, ne? Nein! Die geht ja runter! Die sinkt! Ja, die sinkt nicht. Ich hab das erst gesehen. Nein, die natürlich sinkt nicht. Sinkt die, ich hab das berührt gerade. Ja, yeah. Auch wenn weißt man die berührt, nicht? Sinkt die? Ich hab, bei mir sinkt die gerade mega. Die ist die ganze Zeit gleiche Höhe, ich weiß gar nicht, was du hast. Guck mal hier. Ich bin so schlecht, ey. Ja, weißt du, so ein Ding ist das nämlich. Das meine ich. Da bist du einfach gegen die Rutsche hochgelaufen und gestorben. Das ist schuld. Ich bin gesprungen. Oh nein, Hilfe, Kasper. Hilfe, Hilfe. Wie komme ich jetzt hier rüber? Ich gute glaube, Frage, ich kann nämlich nicht mehr springen. Einfach hier die Leiter, auf die hier steht. Ich guck kann mal, auch nicht hier, springen. Zack. Hä? Rüber nee, warte hier. Mal. Ich glaube, oder? Wir müssen hier selber ja. etwas zeichnen, ah. bauen. Und jetzt kann ich es oh platzieren. Gott, warte mal, warte mal. Guck oh, mal. Ja, du hast recht. Oh mein Gott, Alter, nicht schlecht. Aber okay. Du musst es mal mitnehmen, du musst es mal mitnehmen. Ah, warte, warte. Muss ich es mitnehmen? Nein, oder? Oh doch, theoretisch kann man es mitnehmen, ja. Okay, warte mal, hier mal. Ist eigentlich ziemlich simpel. Hier muss ich einfach nur so. Guck. Ja, sehr gut, Alter. Du hast ja voll das krasse Ding direkt gemalt. Es guck mal, hier ist voll hilfreich, hier ne? Mach ich mal für uns. Guck mal hier, zack. Oh, okay, das kleine Ding, da kommen wir leider doch nicht mehr was hoch. Ist denn das? Guck mal. Hä, ich hab... Hier, ich hab noch eins, kannst wieder hochgehen. Kannst du mal wieder neu machen, oder was? Alter, die machen ja richtig krasse okay, Dinger. Mal. So, ich mach mir... Ha. Hast du mal eine Leiter für mich? Warte mal, hier so, bauen. Hier, zack. Warte, ich hatte das eben hey, wieso kann ich... Ich kann meins nicht nehmen. Ich kann meins... Ich komm... Hä? Warte, ich kann pass auf, hier. Schnell. Geh hoch. Ja, okay. Wir müssen nach okay, ganz müssen oben. Hier, ja, komm, wir gehen hier lang. Genau, wir müssen nach ganz oben. Ey, oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Okay, geht's so ein bisschen, ja. Geht das? Ja. Geht das? Ja. Und jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Okay. Ja. Ja. Oh, schnell. Und nimm's weg, Alter, ich hab echt das beste Teil gebaut, ne? Ja, das ist richtig, richtig gut. Okay, Alter, das ist auch ein krasses Ding. Okay, warte mal. Ich glaube, wenn ich jetzt hier platziere... Ey, die Nerven. Nein. Oh Gott. Okay, ich glaube... Oh, yo, du hast mich hochgeschoben. Was? Korrekt, danke. Baue ich immer direkt das nächste. So, bauen. Kann ich... Oh mein Gott. Ha! Was? Okay, pass auf, und zwar, ich glaube, ich male jetzt hier mal was anderes. Zack, so. Zack. Geht das? Nee, reicht nicht. Okay, wir können noch höher bauen, sehe ich gerade. Guck mal, jetzt kann ich doch das einfach so machen, oder nicht? Lol. Zeig mal, warte mal, was hast du da gebaut? Ich kann hochklettern. Ja. Yo! Ja, ja. Alter, richtig, richtig gut. Okay, warte mal, bauen wir da, ja? Ich kann jetzt mal klettern. Lass mich hoch. Ja, okay, sehr gut. Alter, er hat dich einfach hochgelassen. Komm hoch hier. Guck mal. Alter, wie geil. Easy peasy. Wow! Alter! Wie schnell man da einfach hochkommt. Nein! Okay, so. Da ist runtergefallen! Ja, selbst schuld, Alter! Ey, warum hast du denn jetzt weg? Ach so, sorry, nicht gesehen. Oh. Okay, warte mal, er kommt. So. So, hier. Ey! Oh. Einer nach dem anderen! Wo ist meins? Gott. So. Nein! Nein! Es ist runter. Oh mein Gott. Bro, ich hab's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das so? Warte, ich kletter hoch. Oh! So, Alter! Zack! Nein, es ist zu weit unten. Zack, komm schon! Nein, es ist ganz unten. Ich baue gerade ein neues. Lösche dein aktuelles. Wie kann man das denn löschen? Bringe meine Zeichnung zurück. Oh, das kostet 15 Robux. Nee. Ach, da oben. Komm her. Komm her, pass auf. Oder? Ja, okay. So, und dann? Ja, so, und nach oben schnell. Okay, und mitnehmen. Ja! So. Hey! Ey! Bitte! Ich schieb sie erst runter! Was macht ihr denn? Ich muss hier hoch. Ey, hier ist es so schlecht gebaut, Bro. Hier ist es so schlecht gebaut. Ja, ich hab doch wo denn? Hier ist doch die erste Checkpoint. Hast du nichts mehr? Echt? Ich muss mir meins zurückkaufen. So, jetzt habe ich meins zurückgekauft. Okay, warte, ich gehe schon mal hier in den nächsten hoch, weil ich glaube, hier ist der allererste Checkpoint oder sowas, ne? Jo! Schnell mitnehmen. Da hat die selbst Schuld. Okay, sehr gut. So, nächstes. Das kostet so viel. Oh mein Gott, Checkpoint. Sehr gut. Okay, warte mal. Sprung aktivieren. Was ist das denn hier? Wie soll man denn jetzt hier bauen? Warnung. Nein, es rutscht weg, Bro. Was ist das denn für ein Bait gewesen? Wieso? Warte. Pass auf, du musst es hinfallen lassen und dann direkt raufspringen. Ah. Ja! Wow. Ja, danke! Wow. Oh mein Gott! Alter. Pass auf, nimm's ja mit.
Uns fällt runter, Alter, das war knapp. Ach, da war... Oh mein Gott, da geht's runter. Aha, oha. Okay, warte, das ist kein Problem, Kollege. Kein Problem. Hallo. So. So. Bitte, darf ich mal hochgehen, bitte, lange? Ja. Komm, außen und hoch. Zack. Guck mal, was ich machen kann, warte. Ah! Ah! Ja. Der will nicht richtig hoch... Jetzt, okay, sehr gut. So, mitten. Hast du ihn geschubst? Du bist... Nee, nicht so wirklich. Mein Ding ist perfekt, was ich gebaut habe, ne? Ja, ich komme damit hier überall hoch. Ja, guck mal, die so, he bought the slab. Wenn die wüsste. Hast du doch gekauft? Alter! Juhu, ich hab die Fliegen gesehen, ihr ganz Oh mein Gott, die ist komplett runtergeflogen. Nein, die Arme, Alter. Oh mein Gott. Yo. Du wusstest auch noch, dass ich das Ding gekauft habe. Die Arme, Alter. Okay. So, warte, okay. Ich gehe ja kurz nach oben. Alter, ich sag dir das Ding, was ich gemalt habe. Bestes. Ja, also ich muss aber sagen, meins ist auch nicht aller schön. Zeiten. Viel cooler als dieses Leiterspiel. Nein! Stimmt. Komm bei mir einfach hoch, komm bei mir hoch. Geht hier. Was hast du denn eigentlich für ein Ding? Ja, was ist dein so komisch? Meins ist gar nicht komisch, meins ist perfekt. Mach mal. Okay, ganz vorsichtig jetzt hier hoch. Ich hoffe, dass da gleich mal ein neuer... Hey! Ganz wie kann man so unkorrekt sein? Hä, wieso? Bro, ich will Rad oben und dann nimmst du es weg. Ach so, ja, ich dachte, du hast noch ein eigenes. Ja, hab ich doch auch, aber trotzdem. Ich kann ja das eins Ja, ich gehe ja kurz easy hoch halt, ne? Na gut, ich auch. Guck mal, wie ein Profi hier hochgeht. Oh mein Gott, da war gefährlich gerade. Wieso, was war da gefährlich? Ja, da pass auf. Pass auf da! Pass auf da! Guck mal, ich kann jetzt hier. Guck mal, weil mein Ding so krass ist, kann ich, glaube ich... Ey! Jau, danke! Alter, du hast mich runtergeschubst. Ja. Du hast mich komplett runtergeschubst. Nein, bist du ganz unten jetzt? Alter, fast. Guck mal. Gott. Komm bloß wieder nach oben, Alter. Du hast dich fast runtergeschubst. Was soll das? Tut mir leid. Warte, bring meine Zeichen zurück. 15 Robux. Ich kann doch auch runterkommen zu dir. Hey, jetzt nicht hier hin, Tepet. So, 15 Robux hier. Ah! Okay, so passt es. So. Komm ran hier. So, ja, Moro, ich mach jetzt auch gerade, weil du mich runtergeschubst hast. Sehr gut. Ich habe hier für dich auch schon die nächste Treppe gebaut. Aber passt da bloß so. Nicht drauf. Oh Gott, komm schon rüber. Guck mal, warte. Yeah. Ja, nochmal. Nochmal. Hau die runter! Hau die! Jetzt! Hey, ich muss 20 Sekunden warten. Nein, komm schon. Ach so, okay. Komm rüber. Okay, mach ab. Okay. Ja! So, hier hoch. So, hier hoch. Ey, Bro, nimm doch meine einfach. Aua! Alter, das zieht Leben ab. Aua, ich krieg Schaden. Ah! Ja! Nochmal. Komm hoch da. Komm hoch. Oh, mach weg. Also jetzt eigene so, Dinger. So, übers nächste rüber. Ey, was machst du jetzt einfach weg? Oh, sorry. Ja, du hast doch einen eigenen, oder? Ja. Nein! Alter, fast runtergefallen, das Ding. Komm hoch hier schnell! Ja! Mach weg! Okay, weiter. Pass auf. Warte. Okay, hau die jetzt runter. Ja! Ja, noch weiter! Komm schon, bitte fall! Nein! Nein, Mann, ey! Die nervt. Fast. Danke. So. Hey. Oh nein, ist nicht hoch genug gebaut. Oh, ihr habt mich gepusht. Danke. Was? Oh mein Gott, korrekt von euch. Das ist eine Rutsche. Ah, du musst einfach nur oben dran laufen. So, jetzt musst du hier hoch bei mir. Hier, komm her. Und jetzt musst du auf die Rutsche drauf. Auf das Gelbe, genau. Ja. Oh Gott, sehr gut. Da unten liegt die, Alter. Ja. Yeah. Das ist schön. Guck mal, wie die runterfällt gleich. Oh mein Gott, 50 Meter? Sind wir hoch jetzt, ne? Yo, Checkpoint, sehr gut. So, ich gehe kurz hoch. Ich ganz entspannt. Ja, ich auch. Ich bin ja auch schnell hier. Ich bin ein schneller. Hier, easy. Oh mein Gott, kann man sich zurücktippen? Wie jetzt? Warum sollte man das machen wollen? Hoch hier bei mir? Nein! Bro, nein! Das ist bei dir mit. Jetzt. Ja, warte, komm jetzt. Okay. So unkorrekt. Platziere es extra hin. Ja, ist doch gut. Ich habe meine Latte geholt. So, guck. Nein! Oh, Bro, ich fall runter hier und jetzt ist die im Weg. Unglaublich. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Das ist eine Sackgasse oder so. Oh ne, ist eine Abkürzung. Okay, ich muss das Ding nochmal ein bisschen neu machen. Ey, Digga! Oh mein Gott! Was? 74 Meter! Wo bist du? Hier oben über dir bin ich, guck mal! Hä, warum? Wir haben beide unsere Leiter ineinander geplatziert und dann bin ich hochgeflogen auf einmal, weil ich gerade drauf stand. Was? Alter, die Abkürzung des Lebens! Okay, warte, ich komme. Bauen. 74 Meter, Bro, ich bin so hoch jetzt. Das ist ja frech. Warte, ich muss mein Ding mal löschen, weil es einfach zu wenig. Warte mal, so, zack. Nicht hoch genug, meinst du? 74 Meter auf einmal nach oben geflogen. So, Alter. Meine Zeichnung wurde erstellt. Korrekt, ja, jetzt. Alter. So, jetzt hier mit. Ey, nein.
Kann ich die nicht mitnehmen? Doch, ja, ich hab sie mitgenommen. Okay. Warte auf mich. Ja. Ah! Ha! Nein. Bist du auch rum, oder was? Ja, ich hab ihn runtergeschossen. Oh mein Gott. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, er schreibt gerade irgendwas. Ich glaube, er schreibt gerade irgendwas. Nein, der Arme, Alter. Der Arme. Ich hab ihn so weggeschleppt. Komm ran hier, wo bleibst du denn, ne? Da ja. Drüben läufst. Ach, da bist du. Okay, bist du schon oben. Ich bin doch schon am Start. Komm, ich bin doch schnell. Ah. Sprung aktivieren? Kann man das kaufen jetzt oder einnehmen? Ja, kann man kaufen. Kann man kaufen. So, warte mal, jetzt hier. Zack. Ah! Bist du aufgegangen? Nein. Vorsicht, Lücke. Hau die runter, da kommt schon wieder die eine mit dem. Da siehst du die hinter dir? Hau die weg! Hilfe. Hau die weg! Hilfe. Hau die weg jetzt! Kannst du? Nein. Los. Noch nicht. Nee, okay. Ha! Ja! Oh nein. Nein, du haust sie voll schlecht weg die ganze Zeit, Alter. Du triffst ja gar nichts. Ja, dann komm, geh mal hoch da. Komm, Gabriela. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Ah, hey. Ja, ich kipp hier ein Ding runter. Ey, er hat mein Ding runtergekippt. Ich bist doch gleich schon über mir. Wie hoch bist du? Ja, ich lieg! Was? 140 Meter war ich gerade. Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben. Wie? Alter, du musst dir so ein Ding bauen. Du musst dir eine Leiter bauen. Mit irgendwie so immer einen Knopf, einen Punkt dazwischen frei. Und dann musst du dazwischen gehen. Dann fliegt das Ding nach oben. Hä? Bro, ich bin ganz oben. Guck mal hier oben. Guck mal nach rechts oben. Hier oben. Guck mal hier. Ich bin gerade bei 140 Meter gewesen. Ich bin bei 140 Meter gewesen. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Bro, ich bin der andere Hacker, Alter. Wie, was, wie soll meine Leiter aussehen? Was hast du gemacht? Du musst immer so rechts, links immer genau einer dazwischen. Sowohl nach oben ein Platz frei, als nach, auch nach zur Seite sozusagen. So, warte, ich habe hier gerade sehr wichtige Mission. Bro, ich bin ganz oben, Checkpoint, 100 Meter. Hä? Ja, ich bin als ich bin erster neben, ganz oben. Ich bin noch neben dir. Ich bin noch neben dir. Ja und? Nicht schlecht? Ohne, sehr gut. Ohne Cheaten, du bist zweimal in die Luft geflogen. Aber hier geht's ja noch höher, oder nicht? Nee, es ist höchster Punkt, Ey, aber warte mal, komm, wir probieren es jetzt mal aus. Pass auf, ich zeig dir mal, wie es geht. So? Hier geht's ja noch weiter. Ja, da geht's nur wieder runter nach ganz oben, glaube ich. Pass auf jetzt. Und jetzt muss man... Hinten? Hä? Oh ja, stimmt, du hast recht, da geht's ja noch weiter. Da geht's weiter, was redest stimmt. du? Stimmt. Das hab ich dir gar nicht gesehen, Alter. Hä? Yeah. Hallo! Au! So, oh mein Gott, hier. Ich bin fast tot. So. Ich bin fast tot. Ich komm. Ist tot oder was? Ich flieg schon wieder mit meinem Ding rum hier. Ja, warte, okay, wie muss ich das malen? Nein, ich bin tot! Nee, du spawnst doch hier. Okay. Pass auf, ich zeig dir, wie man das malen muss. So, guck mal, wie ich mal jetzt gemalt habe. Und dann musst du dazwischen gehen. Musst du schräg da reinlaufen. Das musst du einmal stillstehen jetzt hier, das Teil. Hilfe! Oh nein! Jetzt pass auf. Pass auf. Hilfe. Yeah! Nein, ich geh schon wieder drauf. Alter, Mann. Ich will jetzt mal deinen Trick ausprobieren mit dem neuen Berg jetzt hier. Ja, das ist voll krass. Ich mach jetzt hier, Okay, wie soll der jetzt gehen? Wie muss ich das malen? Also, ich mal das Ding jetzt einmal vor und dann kann man nach ganz oben fliegen. Funktioniert nicht. Das war einfach nur Glück. Das kann nicht Glück gewesen sein. Zweimal? Das ist doch locker Schiebung oder was? Ja, okay, vielleicht war es auch nur Glück, keine Ahnung. Das war Glück. Aber wir sind immerhin ganz oben auf den Gipfel gekommen, ne? Ich weiß. Punkt getroffen. Juhu. Und beim zweiten Part gehen wir noch den Rest hoch. Ja, na gut. Oh. Alter. Oh. Kasper. Oh. Er kackt in die Steinzeit-Toilette. Der kann man doch gar nicht abspielen, Bro. Alter, das war wirklich... Ich hätte dieses Chili con Carne gestern nicht essen sollen. Das sieht echt eklig aus, was da drin war. Ganz, guck mal ganz hier. Ich muss auch schon dran glauben. Was ist das hier? Ich kann daran ziehen. Dann kann man ziehen. Ah! Da ist die Tür ist auf. Cool. Hey. Das war ja richtig leicht. Das war echt mega leicht, ne? Aber wo sind wir jetzt hier gerade? Ey, das ist ja unglaublich. Er schubst mich runter. Er schubst mich runter. Nicht mit mir. Okay, jetzt müssen wir auf den Knopf drücken, oder was? Yo! Hey, das sieht ja aus wie so ein Bösewicht-Versteck, oder? Ich glaube, es ist von Batman. Wisst ihr nicht, wer hier wohnt? Da, Mirkan! Einfach Mirkan-Gemälde. Alter! Einfach Gemälde von Mirkan. Okay, wir sind aber heute in meinem Hobbyspiel. Wisst ihr nicht, wer hier wohnt? Ihr habt nicht das Abzeichen geholt, Jungs. Gruselige Zyklop, habt ihr... Jungs, unten war ein Abzeichen. Unten war ein Abzeichen, tschüss. Und bei der Treppe war ein Abzeichen. Das ist der gruselige Zyklop. Da ist gar kein Abzeichen! Hä, was denn jetzt? Ganz vorsichtig. Wir müssen uns hier das Schwert nehmen und dann hier die... Ah! Ja, zack! Zack! So. Also, hier ist ein Abzeichen! Oh mein Gott! Ja, so echt! So, unter der Treppe ist ein Abzeichen! So! Das ist wirklich. Also, das glaubt ihr vielleicht deine Mutter. Da ist er! Das ist der, der Mini-Zyklop! Er hat uns gesehen! Alter! Bro! Der hat uns echt. Lauft, Jungs! Wir haben ihn beim Essen gestört! Renn schnell weg! Schnell!
Hier ist ein Knopf. Alter, wo ist der Knopf? Raus! Oh Gott. Ey, er hat gefurzt! Er ist eingeschlafen! Oh mein Gott. Er ist hingefallen. Er ist hingefallen, Alter, wir sind Amateur. Der war genau, musste genauso wieder aufs Klo wie ich eben, glaube ich. Na geil. Easy peasy, Jungs. Alles gut, rüber hier, ja, springen. Hier ist da nichts los, das ist ja alles nicht leicht hier. Ich mach sogar andersrum, guckt mal. Gar nichts. Also der coole Leute machen es andersrum. Oh, Leon, Alter. Wie, was für andersrum? Was redest du denn da? Ja, du hast das andersrum gemacht, so wie ich. Oh mein Gott. Du weißt gar nicht, was du da faselst. Da hast du gar keine Ahnung. Ich wurde wegteleportiert. Oh mein Gott, wo geht's jetzt hin? Da. Hier, die Super-Lutsche. Die Super-Mega-Potion. Wow. Wow. Alter. Das schafft ihr niemals First Try. Ich bin niemals First Try. Ultra schnell. Na klar. Okay. Easy, nicht schlecht. Okay, dann wir müssen die Bretter nutzen, um uns jetzt was hier wofür? Rüberlaufen, um da rüber zu kommen. Voll clever. Easy. Hä, also voll Kasper, gut. Was machst du denn da, Kasper? Ich bin schon drüben, wieso? Hä? Was ist los bei euch? Verschummelt da irgendwie. Bro, was für Schummel, Digga, bin schon drüben, guck mal. Leon, da oben bist du zu bei mir eingefangen. Nein, ich bin doch hier. Über mir. Bei mir ist Mirka da. Okay, er schummelt, ich auch, tschüss. Hä, Bro, du hättest noch ein Brett nehmen müssen. Hä? Da hinten, guck mal, da vorne ist ein Bild von Leon. Ich weiß, der ist bei mir auch da drin. Hä? Okay. Wir müssen jetzt hier durch Labyrinth oder so, ne? Aufpassen. Hey, wie cool das jetzt aussieht. Oh, so Wüste. Pharao zu Hause, Sphinx. Oh mein Gott. Ah. Nein! Wie schlecht! Er sagt zu mir, lol, schöner Sprung. Wenn man down geht, dann kommen da provokante Sätze. Bro, ich weiß, trotzdem, wie schlecht war das gerade? Leon sagt, ich weiß, dass ich einmal runtergefallen, schade. Hä, ich bin doch eben einmal runtergefallen. Du hast mich doch runtergeschubst. Oh, leise. Das ist ein Riesenbaby! Nein. Alter, nein, ihr habt's geweckt. Der ist wach jetzt. Jetzt geweckt, ey, was macht der komm, denn? Komm. Laufen, weiter. Drück drauf, beeil mich schon. Trotzdem. Ich beeil mich. Drück auf den Knopf. Hab ich. Oh, ja. Alles gut. Ey. Das ist so unkorrekt. Ich bin wieder ganz oben. Ich bin wieder beim Fahrstuhl. Ich muss den Fahrstuhl jetzt hochfahren. Komm neben mich. Wir machen gleich so. Ich muss den Fahrstuhl wieder hochfahren. Okay. Er lügt. Der ganze Fahrstuhl. Guck. Da ist er. Hoch. Ah, wie schlecht, Alter. Ihr seid ja so schlecht. Ohne Witz. Ey, so eine Bohne hier. Alter. Da! Da! Junge! Ja! Nein! Bro! Nein. Ey, was? Ja! Wieder von unten! Oh Gott! Oh, Vorsicht! Aufhören! Ah, hier rüber! Aha. Let's go! Gott. Let's go! Wusstet ihr, ich hab dieses Level gebaut! Oh Gott! Oh Gott! Oh. Hier lang! Oh! Oh. Ich bin abgerutscht, Digga, war vorne. Ja, komm, Kasper. Komm her. Er geht nach. Okay, ich kann hier, glaube ich, oder? Er geht trotzdem in die Mitte, oder? Er geht links. Er geht rechts. Ich wusste es. Das ist deine Seite, Murkan. Alter, au! Ja! Mega Rutsche! Das hat ganz schön doll weh, ne? Ich bin schnell unterwegs hier. Na klar, das sind meine kurzen Beine. Ja, der hat absolut kurze Beine. Hosen. Du hast da Luft in den Hosen. Hey! Echt die vollen Hosen da ohne Witz. Was ist das hier? Brokkoli. Riesenbrokkoli. Hä? Aber ich glaube, wenn du den isst, dann Brokkoli macht uns stark. Okay, komm. Brokkoli gesund. Brokkoli essen. Hä? Lecker. Bam, Gott. Bam, ich hab euch geputzt. Oh Gott, da oben. Oh auf Gott. Auf die Minis. Auf die Minis. Bam. Auf die Minis. Bam. Oh Gott. Ich wurde gekillt. Der Rote, der sieht aus wie du. Gott. Was ein Noob. Holt mal ab hier, ihr Minis. Ey, die sind easy zu holen. Du hast mich. Ey, was? Wie schlecht seid ihr, Jungs? Du hast mich gerade ausgelacht. Mann, ich dachte, der kriegt mich nicht. Ihr seid ja richtig schlecht, Jungs.
Oh Gott. Noch mal. Du bist ja schlecht. Nee, bist ich hab so, jetzt gerade alle besiegt. Schlecht. Ich hab gerade alle besiegt hier. Mit da kommen sie wieder die wirklich? So, zack, zack. Ja, ja. Ich hab's auch geschafft. Wo bist du, Leon? Sehr ich gut. Du bist ein riesen Brokkoli. Hier schon mal so. Ja. Bam, hier sind bam, wir beim Blitz. Guck mal, was für ein Noob. Der muss ja noch fallen. Was ist denn Noob? Kommst du? Was ist los bei euch? Was für ein Noob? Ich geh zum Helikopter. Tschüss, als jetzt zum Helikopter. Der stinkt. Hallo. Ja, der stinkt auch, als erst das. Wer zuerst, drin ist, du hast gerade gesehen. Hä? Oh nein, ich flieg schon. Ja, wir fliegen ich alle. Bin vor Kaspar. Ich bin vor Kaspar. Bist du gar nicht, Digga? Du bist absolut hinter mir, Digga. Ich bin vor Kaspar. Guck doch mal, du bist absolut hinter mir. Wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Ja. Ja! Da! Hä? Ja! 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 Nein! Gewonnen! Nein, ich hab gewonnen! Hey, ich hab gewonnen! Ich bin vor dir! Ich bin vor dir! Ich bin weiter vor dir! Ja! Ich war komplett weiter vor dir! Ich hab sogar Winner, ich hab sogar Winner-Abzeichen bekommen! Ich auch! Haut rein, du siehst jetzt auch. Alter, das ist ein geheimer Weg! Das ist ein geheimer Weg! Natürlich ist ein geheimer Weg! Dachte, das war's? Alter! Was ist hier für ein geheimer Weg? Und da kann man Dings. Wand? Wo seht ihr das? Oh mein die Zyklopen, Gott. Die beiden. Oh mein Gott. Lol. Wo geht's hier hin? Wo seid ihr? Bro, Alter, jetzt mal wirklich, was ist das hier? Jungs, was ist das? So Easter Egg oder was? Da, ah, ist das ein Special Boss Fight? Ich glaube, das ist ein Special Boss Fight. Nein. Das ganz geheime Abzeichen hier. Oh mein Gott, was ist hier? Guck mal, da sitzt der. Yo. Abzeichen. Kriegen wir auch was? Ich möchte auch was. Yo. Alter, einfach Secret Ending Abzeichen. Das habe ich auch noch nie bekommen. Wir sind hier in Carlys Schule, Freunde, und wir müssen unbedingt entkommen. Anscheinend ist sie komplett böse. Hallo Schüler, gehe zum Mathematikunterricht. Okay, Kollege, ich gehe zum Matheunterricht, auch wenn ich gar nicht will. Und Leute, da ist Carly. Seht ihr mal bitte schön, wie gruselig sie aussieht mit ihrer Schere und ihrem spitzen Bleistift. Sie dreht auf jeden Fall gleich durch, Freunde. Und ja, oh oh, Carly wird gleich ausrasten, deswegen schnell weglaufen jetzt hier. Oh Gott. Sieht so aus, als hätte Carly eine Rampage hinter sich. Schnell weiter, okay. Oh mein Gott, Leute. Carly ist anscheinend jetzt gerade hier unterwegs. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier unbedingt irgendwie entkommen. Oh, komm schon jetzt hier. Los, jetzt hier schnell, zack, 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 weiter hochlaufen. Oh Gott, Freunde, das Ding ist, hier muss irgendwo Carly gerade sein. Und das habe ich gerade richtig unnormal am Start, ne? Oh, pass auf. Hier sind anscheinend, oh Gott, hier muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man jetzt hier nicht auf diese spritzigen Teile geht. Oh, so wie da. Da müssen wir echt aufpassen, Freunde. Guck mal jetzt hier, zack, oh. Oh mein Gott, das war gerade übertrieben knapp. Und dann jetzt hier schnell, jawohl, und auch rauf. Jetzt haben wir es auf jeden Fall auch schon wieder überlebt. Sehr gut, weiter geht's hier in den nächsten Raum, Leute. Und oh Gott, ich glaube, hier ist irgendwo, ist hier irgendwo Carly? Hallo, oh mein Gott, was? Oh, Freunde, hey. Was? Ey, was ist denn mit Carly los? Schnell weiterlaufen, Leute. Oh Gott, Carly war auf jeden Fall jetzt hier gerade am Start. Na, oh nein, Carly hat die Schere verzaubert. Wie, welche Schere? Oh mein Gott, die Scheren. Ey, sie hat sich gerade sogar fast einfach übersehen, Freunde. Okay, jetzt geht ihr wieder zurück, genau. Schnell durchlaufen. Oh mein Gott, Leute. Die Schere hätte mich gerade fast geholt, ne? Okay, Gott, weiter geht's jetzt hier auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall dran, denn deswegen, wir werden auf jeden Fall heute Carly besiegen. So, geht jetzt in die Lüftung rein. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir Carly auf jeden Fall besiegen können, Freunde. Das ist hier schön, schön hier vorbeilaufen. So, okay, auf jeden Fall auch geschafft. Oh Gott, weiter geht's. Welche hat Carly nicht verzaubert? Oh, Leute, welche von den Scheren? Ich glaube, die ist richtig, oder? Nein, die blaue war falsch. Vielleicht ist ja hier vorne die pinke richtig, Leute. Und ja, es war die pinke und jetzt locker wieder die pinke, oder? Ich wusste es, Leute. Ich wusste, dass Carly die pinke nicht verzaubern wird. Hahaha, nicht mit mir. Springe auf die Basketbälle, um rüberzukommen. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, springen wir auf jeden Fall von Basketball zu Basketball. Oh, und irgendwo muss hier auf jeden Fall Carly sein. Oh, Leute, wir können sich hier verstecken. Ich kann locker hier irgendwo sein. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Und jetzt sogar noch, Leute, was? Du bist jetzt hier über die ganzen Toilettenpapiere, dann über die Toilette rüber. Oh Gott, nein, 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 hier darf auf jeden Fall nicht den Boden berühren, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr rutschig. Kann ich hier eigentlich, warte mal, kann ich auch sogar hier vielleicht in die Tür reingehen? Für so versteckte Sachen. Okay, entscheidet ihr gerade nicht. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier weiter, Freunde. Oh Gott, und hier ist schon wieder das Frauenklo. Da können wir auch nicht rauf, ne? Okay, jetzt gehen wir hier weiter. So, oh Gott, Leute, hier wird, glaube ich, irgendwo Carly sein. Ich frage mich nur, wo sie, oh Gott, wo sie sein könnte. Okay, jetzt geht's, oh, okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, Leute. Den kompletten Toilettengang haben wir jetzt hier gerade überlebt. Gehen wir mal weiter jetzt hier und gucken mal. Carly ist in der Bibliothek, verwendet Zauberbücher, damit sie dich nicht angreifen kann. Was? Muss ich hier von Zauberbuch zu Zauberbuch springen oder was?
Oh Gott. Okay, ich muss jetzt von Zauberbuch zu Zauberbuch gehen, Leute. So. Okay, sind hier noch irgendwelche Zauberbücher? Oh Gott, hier sind keine Zauberbücher. Oh mein Gott. Okay, ich brauche auf jeden Fall die Zauberbücher, Leute. Okay, jetzt gehen wir... Oh Gott. Da ist Kali, Freunde. Oh oh, sie steht jetzt einfach direkt jetzt hier. Schnell, Zauberbuch, Zauberbuch, Zauberbuch. Okay. Oh, da vorne ist, glaube ich, der Ausgang, Leute. Da vorne ist der Ausgang zur Bibliothek. So, jetzt hier kurz wieder auf Zauberbuch aufgehen. So, und dann weiter und raus hier. Oh Gott, Freunde, ohne Spaß. Was ist denn jetzt hier los? Berühre die Possessed-Bücher nicht. Okay, es sind anscheinend irgendwelche verfluchten Bücher. Und dürfen wir anscheinend auf gar keinen Fall berühren. Das habe ich auf jeden Fall schon mal jetzt nicht gemacht, Freunde. Deswegen sehr, sehr gut von mir. Schön die Bücher nicht berührt. Oh, sieht so aus, als hätte Kali Dämonen beschwört. Wieso? Oh Gott, wenn man da reinfällt, dann wird man quasi von Dämonen oder sowas besessen, ne? Okay, komm, wir gehen mal jetzt ganz kurz weiter, Freunde. Oh Gott, diese Kali ist doch irgendwie verrückt, Leute. Die ist doch irgendwie nicht mal ganz dicht. Oh Gott, jetzt sind doch hier, wir rühren die Kabel nicht. Okay, dann berühren wir auf jeden Fall mal nicht die Kabel, Leute. Ich glaube, wenn wir die berühren, dann ist es auf jeden Fall gar nicht gut für uns. Und das ist auf jeden Fall No-Go, Freunde. Dann werden wir anscheinend von Kali mit diesem Kabel verprügelt. Okay, jetzt geht's hier weiter. Und jetzt haben wir sogar, oh mein Gott, so Stifte. Okay, warte mal, ich gehe jetzt hier auf die Stifte rauf. Soll jetzt auch hier weiter rauf. Und jetzt hier schön die Lineale mitnehmen, Freunde. Warte mal, können wir durch die Tür gehen? Da ist doch, hey, da ist doch irgendwas dahinter. Warum können wir nicht in die Tür reingehen? Oh, vielleicht werden wir auf jeden Fall erfahren, was hinter der Tür sich verbirgt, Leute. So, jetzt hier schön auf diese ganzen Radiergummi weiter und gehe in die Lüftung. Okay, Leute, komm, wir gehen jetzt hier in die Lüftung. Und ich bin mal gespannt, ob wir gleich Kali besiegen können, ne? Die ist nämlich, ey, oh mein Gott. Die ist hier nämlich anscheinend, oh Gott, Achtung, fallende Scheren. Leute, hier wird anscheinend irgendwo jetzt gleich Kali sein, ne? Okay, wir müssen jetzt hier kurz gucken. Können wir hier vielleicht irgendwie ausweichen oder, warte mal, wie mein Schwert, ne? Ist hier Kali irgendwo? Hallo? Oder müssen wir jetzt hier durchgehen? Wir müssen uns hier durchquetschen. Was? Wo sind wir denn jetzt hier gerade, Freunde? Vermeide es, die Gasdämpfe zu berühren. Oh mein Gott, Freunde, wenn wir jetzt die Gasdämpfe berühren, dann war es das quasi mit uns, ne? Und dann ist hier irgendwo... Warte mal, das ist doch locker irgendwo Kali. Wir können auch nicht mehr zurückgehen. Das heißt, irgendwo muss hier Kali sein, Leute. Jetzt auf gar keinen Fall die Gasdämpfe berühren. Guck mal jetzt hier, wie sie gerade kommen, Leute. Wie die Gasdämpfe einfach vor mir die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen und sowas machen. Jetzt hier schön warten, warten, warten. Okay, jetzt wieder durchgehen, Leute. Und die nächsten Gasdämpfe sind schon wieder am Kommen. Oh, Leute, ganz vorsichtig jetzt hier, ne? Wo ist eigentlich mein Schwert hin? Ich hatte doch gerade eben noch ein Schwert, ne? Jetzt hier wieder schön durchgehen, Freunde. Oh, oh Gott, nein, da kommen die Gasdämpfe gerade schon wieder. Müssen wir anscheinend jetzt hier gerade nochmal warten, bis die Gasdämpfe vorbeigegangen sind. Okay, jetzt hier schön wieder warten, Freunde. Warten, warten. Jetzt hier durchlaufen. Schnell durchlaufen. Aber wo ist mein Schwert? Ich habe, glaube ich, irgendwo mein Schwert verloren oder so, ne? Hallo? Ist hier irgendwo mein Schwert? Hallo? Ich glaube, ich habe mein Schwert verloren, Freunde. So, wir sind fast aus dem Keller. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall jetzt hier schön, ich glaube, genau, von einem Ding zu dem nächsten hüpfen. Oh, Gott, das sind aber echt richtig weite Sprünge, Freunde. So, jetzt hier einmal schön, schön rauf und dann hier schön, zack, jawohl, Freunde, haben wir schon die Kandidation, glaube ich, gerade sehr, sehr gut überlebt, ne? Oh, warte mal, finde deinen Weg durch das Labyrinth der Lüftungsschlitze. Oh Gott, Freunde, oh Gott, okay, ich gehe jetzt mal schnell nach oben und gucke mal, ob ich hier den richtigen Weg finden kann. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rechts rumgehen, Leute, so rechts rum, dann hier lang. Oh nein, hier ist eine Sackgasse. Okay, dann ist vielleicht hier der richtige Weg. Okay, warte, dann müssen wir... Also ganz, ich glaube, wir müssen durch die Mitte durchlaufen, Freunde. Durch die Mitte ist, glaube ich, immer ein... Oh, was ist hier? Was ist hier, Leute? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Warte, war da hier gerade der Ausgang? War hier... Ja, oh mein Gott, gehe zu dem... Warte, steht da? Gehe zu den Türen, zum Parkplatz. Oh, Leute, hier wird anscheinend jetzt irgendwo... Können wir jetzt hier reingehen? Auch wieder nicht, ne? Ich dachte, jetzt können wir da vielleicht wenigstens reingehen, aber anscheinend wieder nicht. Okay, jetzt ist ja anscheinend irgendwo Kali, Freunde. Oh mein Gott, wir sind jetzt hier beim Parkplatz und oh, da sind ganz, ganz viele schnelle Autos. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht von diesen Autos umgefahren werden. So, jetzt springen wir von einem Auto zu dem nächsten Auto, wieder zu dem nächsten Checkpoint. Oh Gott, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier aufpassen, Freunde. Und jetzt lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, was ist da übertrieben schwer, Freunde. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier echt warten, bis ein Auto vorbeigefahren ist. Jetzt hier schnell, 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 schnell. Hä? Wie soll man denn das bitte denn schaffen, Leute? Das ist ja übertrieben schwierig. Guck mal, jetzt müssen wir, guck mal, wenn man jetzt genau in dem Moment losrennen würde, guck mal, direkt schon wieder richtig schnell die neuen Autos. Jetzt hier schnell, lauf, 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 lauf. Oh, oh mein Gott, ich bin in der Mitte stehen geblieben. Das war der Trick. Als ob das funktioniert hat, Leute. Okay, warte mal, habe ich das jetzt hier? Hey! Okay, ich dachte gerade, ich kann da nicht durch. Ne? Die habe ich gerade nicht durchgelassen. Okay, jetzt muss ich ja anscheinend gucken. Kann ich jetzt hier vielleicht das richtige Seil springen? Oh Gott. Wir müssen ins richtige Seil springen, Leute. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Ey, ich habe doch probiert, das Seil ordentlich zu springen. Okay, warte mal, ich muss jetzt hier kurz das Seil. Hoppa! Okay, ein Seil haben wir schon mal geschafft. Er hat auf jeden Fall auch schon das nächste Seil geschafft. Dann geht es hier wieder zum. Ne,
Hey! Okay, warte mal, das erste Seil ist gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt hier ist schon mal das erste Seil, das ist das zweite Seil und jetzt das dritte Seil, Leute. Oh Gott, ich habe immer noch das Schwert am Start, ne? Ich habe das Schwert am Start und ich habe auch keine Scheu, es zu benutzen, damit du weißt, Carly. Damit du weißt, Carly. Okay, jetzt können wir, glaube ich, hier schön... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schön, ja, die ganzen Dingern vorbei. So, jetzt müssen wir... Nächster Checkpoint, was ist da vorne? Leute, irgendwas ist da vorne. Ich glaube, wir müssen jetzt da vorne gegen Carly kämpfen. Oh, oh. Ich habe mich jetzt gewappnet, Leute. Ich bin bereit zu kämpfen und habe mein Schwert ready und gehe jetzt hier in den Geheimtunnel rein. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, ich habe ganz doll Carly. Ey, oh, Leute, was ist das denn? Wir haben anscheinend Carly besiegt. Wir haben anscheinend gewonnen, Freunde. Somit können wir jetzt hier zum Beispiel auf der Hüpfburg so oft springen, wie wir wollen. Guck mal hier, zack. Und warte. Und whoopa. Ey, wie cool ist das denn? Wir können sogar hier auf die Schaukel gehen, Leute. Und können sogar mit der Schaukel richtig oft, oh mein Gott, richtig aufs Hin und Her gehen. Pass auf, pass auf. Wenn wir jetzt gleich genug haben, werden wir wahrscheinlich, ey, der hat uns gerade aufgehalten von der Geschwindigkeit. Okay, warte, vielleicht können wir dann genug Speed haben und uns gleich auf eine andere Welt teleportieren. Wenn wir genug Schwung geholt haben, Freunde. Oh ja, wir überschlagen uns gleich. Sehr gut. Oh, Leute. Oh mein Gott. Kaspar? Du findest mich niemals. Ja. Du findest mich niemals. Ach, Mano. Verdammt. Ey, wo sind wir denn Guck hier? Guck mal, wir müssen da vorne ganz ans Ende kommen, da ganz, ganz hinten, ohne auf die Felder zu treten. Denn wenn du auf die Felder heute rauftreten solltest, dann passieren mit dir ganz, ganz merkwürdige Dinge. So, auf okay, jedem warte. Feld passiert was anderes. Hey, warte mal, hier sind Coins. Hier, wir können die Coins... Ja, pass aber auf. Genau, die müssen wir einsammeln. Die habe ich schon eingesammelt, deswegen passt bloß Geist. Auf hier. Ja, wir müssen auch auf die Geister aufwachten. Da würde ich auch aufpassen. Alter, du springst hier direkt schon rüber. Guck mal, jetzt bin ich auch wieder auf so ein Ding gekommen. Guck mal hier. Geh mal hier auf den Pfeil drauf. Okay, warte. Mal, was damit passiert. Hä? Oh, schnell weg, denn du brennst. Alter, ich brenne. Oh Gott, ich auch. Nein, ich bin voll schnell. Oh Gott, ich krieg gerade die ganze Zeit Schaden. Okay, alles gut. Nein, du verbrennst. Okay, warte, wir müssen Wasser finden. Du musst Wasser finden. Wo ist Wasser? Wo ist Wasser, Digga? Oh mein Gott, wie hoch fliege ich? Ich bin drauf. Oh mein Gott, ich bin im Wasser gelandet. Hier war das Wasser. Ja, was war das Auge? Jetzt sehe ich nichts mehr. Ei. Ja, genau. Jedes Feld macht etwas anderes. So, nicht so schnell. Oh Gott. Alter, ich baue sie voll hoch. Kaspar! Ja, komm runter hier wieder. Sag mal. Brauchst du ja 10 Jahre dafür, oder was? Hier ist das Wasser. Wir müssen einfach nur langsam, glaube ich. Das ist nicht Wasser, das ist Eis. Das ist Eis, einfach nur langsam. Ah. Was ist das hier? So. Das ist Sprung, ist ein Sprung. Oh, ein Schutzschild ist das. Oh, wir haben Schutzschild. Auch gut, auch gut. So, wenn du dich traust, springst du... Oh mein Gott! Bist du draufgegangen oder was? Ja. Haha, wieder von ganz vorne. Okay, das heißt, wir bis zum Ende zu kommen. Genau, bis zum Ende. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Was ist das hier für ein Teil? Okay, also muss ich am besten über alles mögliche rüberspringen. So. Okay, einfrieren ist ja nicht schlimm. So, hier die Münzen nehme ich auch mit. Alter, ich bin so weit gerade schon. Hier, Schutzschild. Alter, aber er springt die ganze Zeit, ohne dass ich springe. Hilfe. Ja, selbst Schutz, Kollege. Wow. Okay, siehst du mich? Sehe dich nicht. Nee, komm mal ran hier. Ich bin richtig hochgeflogen. Boah, da hinten bist du. Okay, wieder ein Schutzschild. So, geh ich mal hier rüber. Da muss ich aufpassen. Oh Gott, jetzt macht meiner das auch. Boing. Ist das ein Checkpoint oder was ist das? Ich brenne. Oh Gott, hier alle Münzen einsammeln. Alter, hier sind voll viele Münzen. Hier sind extrem viele. Genau. Musst du alle mitnehmen. So, hier kommen noch mehr. Wie kann man überhaupt die Geister zerstören? Wie kann man die Geister zerstören? Gar nicht. Die muss auch nur aufpassen vor denen. Oh, jetzt muss ich auf ein random Ereignis klicken. Ich wurde TP'd. Oh nein. Hä, wo wurde ich denn TP'd? Meiner springt die ganze Zeit. Okay, warte mal. Hier, kurz auf 15. Ey, es geht nicht aus. Oh Gott, warte mal. Wieso geht das im Wasser, das Feuer nicht aus? Schutzschild, okay, alles gut. Hier, Münzen. Alter, ich bin so hochgeflogen jetzt gerade, ne? Boing. Pass auf da, ne? Welche Alter, sind die, die nach oben fliegen? Das sind die blauen mit diesem Sniper-Dingens. Ich seh's grad. Nein! Alter, so cool. Alter, ich bin auf den Totenkopf drauf gekommen. Ich hab nur noch ein Leben. Und hier. Ich krieg Bro, ich wurde da erwischt, kurz vorm Ziel. Wie bitter. Yeah. Wie bitter. Belohnung erhalten. Alter. Guck mal, ich hab jetzt hier... Oh, warte. Zack. Ich bin fast am Ziel, Kaspar, oder? Ich bin... ich brenne. Ich brenne. Bitte. Du musst verbrennen jetzt. Du musst Ich seh nichts. Was passiert hier? Du darfst es nicht schaffen. Wo bin ich? Du darfst es nicht schaffen. Ich bin auf allen Feldern. Kaspar, Hilfe. Oh Gott. Nein. Wo bist du? Ich bin kurz vorm Ziel. Ja. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du schaffst es nicht. Oh mein Gott, du nein. Du schaffst es nicht. Ich wurde getippt. Wow. Oh Gott. Ey, nein, ich hab ganz... Ich bin drauf, kein Trick vom Ziel.
direkt vom Ziel, das kann nicht sein, Bro. Bei mir ist alles dunkel. Ich bin auf dem Weg, Kaspar. Ich muss aber irgendwie... Ich warte hier auf dich, sag mal. Komm, ran hier. Oh Gott, ich muss 4 Ballons nutzen, ohne drauf zu gehen. Mein Gott, ey. So, okay, kann man die Geister zerstören? Gar nicht. Du musst aber nur den aufpassen vor denen. Die sind gefährlich. Doch, da steht doch. Zerstöre 5 Geister, ohne zu sterben. Wie soll das gehen? Ist vielleicht, wenn du brennst, kannst du die... Oh! Nein, ich brenne. Kannst du die anzünden oder so, die Geister? Ist das hier? Wow, nein, Bro. Ich bin, glaube ich, gerade mal 2 Geschwindigkeit oder so, ne? Bam! Ich bin fast am Ziel. Fast am Ziel. Komm schon, das schaffe ich, das schaffe ich. Bitte! Ja, springen. Ja, so, Checkpoint. Nein, ich brenne. Nee. Wow. Ja. Und wow. Ich bin am Ziel! Juhu! Wow. Belohnung erhalten. Alter, ich komme halt richtig gut durch. Ich habe 1270 Münzen. Viele Münzen hast du? Da bist du, ich sehe dich. Ah, nochmal. Ihr habt es auch geschafft. Beide geschafft. Und jetzt kannst du nämlich bei Haustiere dir einfach eine Haustierbox kaufen. Eine Mystery-Box kannst du dir holen. Ich habe auch eine epische Box, kann ich mir holen. Oh mein Gott, bitte gönn. Haustier ist Bombe. Epische Box, komm schon. Und ich glaube, mein Haustier zerstört jetzt nämlich die Geister, ne? Blitzelementar? Was sind das? Wo ist mein Haustier? Kannst du jetzt auch equippen bei Haustieren. Kacke. Ich hab Kacke. Ich seh es, weil du Kacke. Ich hab einen Geist als Haustier bekommen. Komm schon, Mystery Box. Mystery Box, bitte. So, zurücksetzen. Jetzt gönn bitte was Krasses. Der Geist. Water Elementar. Oh, ich hab einen Fisch. Ich hab jetzt 2 Haustiere. Nee, man kann nur 1 gleichzeitig nehmen. Vielleicht musst du. Vielleicht ist es ein Trick, auf diese Fragezeichen-Symbole zu gehen, weil. Ich hab eine Bombe. Ziegel. Ziegel. Ich nehme jetzt Kacke. Kacke ist nämlich sehr lustig. Mal gucken. Okay. Wo ist Kacke? Greif den Geist an. Greift er den an? Über hier! Okay, Checkpoint. Der macht gar nichts. Nee, was bringt der Stern hier? Oh mein Gott, der Stern teleportiert ein! Oh nein, oh mein Gott, ich brenne. Ich brenne, das ist gerade gar nicht gut. So, oh, geht hier mal. Zack! So, oh Gott. Warte mal, aufs nächste. Ich brenne schon wieder. Zack! Oh mein Gott, ich komme sogar mit meinem Haustier gleich ins Ziel. Hä, aber was bringt das Haustier? Oh nein, ich frage mich auch gar nicht. Ich weiß nicht. Ich habe da eine doppelte. Jetzt ist gerade richtig komisch hier. Wieso? Oh, weiter geht's hier. Und Abflug! Hier rüber. Oh Gott, ich bin gerade. Warte mal, jetzt habe ich hier eine Bombe. Ja. Oh nein. Kann ich die so angreifen? Schutzschild. Geist killen! Oh mein Gott. Geist killen! Wieso nein, geht das nicht? Ich brenne. Ich brenne. Oh Hilfe! Gott. Ja, was passiert? Ich brauche mehr Coins. In welche Richtung muss ich? Oh, ich brenne schon wieder. Kann nicht sein jetzt. Feuer, Feuer, nein, Feuer, ich wurde zurück. So, alles gut. Wo bin ich jetzt? Ich brenne auch. Fragezeichen. Ah, oh Gott, nein. Oh, ich brenne. Hier sind aber Münzen zum Einsammeln. Ich bin im Ziel, aber ich kriege keine Münzen. Hä? Ja, du bist schon wieder im Ziel? Ja, aber man bringt Maschine. Nichts, wenn man im Ziel ist. Das bringt nämlich nichts. Ich laufe hier einfach durch und bin auch direkt ins Ziel gespawnt worden. Aua. Lol. Aua. Aber ich brenne noch. Aua. Wasser. So, okay, alles gut. Alter, alles gut. Au. Hä? Guck mal, wir haben jetzt folgende Mission. Verwende 2 Ballons in einer Runde. Wo kriegen wir denn diese Ballons her? Ich frage mich vom Spawn locker oder nicht? Ich guck mal. Ah, jetzt bin ich drauf gegangen. Warte mal. Ey. Wir müssen jetzt noch einmal final hier rüberkommen. Ich weiß. Es muss jetzt. Oh Gott. Ich hab ein bisschen Angst. Wenn ich über die Coins gehe, passiert nichts. Bei mir auch nicht. Warte mal, ich habe eine Idee und zwar. Können wir zurücksetzen hier, glaube ich. Das war jetzt nochmal ein krasses Mystery Box Haustier und es wird. Wo hast du denn die Coins her? Ich krieg keine neuen Coins. Hey, du kannst doch rechts die Quests, einfach musst du gucken, ob du die auch abholen kannst, ne? Dann kriegst ja, ich weiß, mach ich die ganze Zeit, aber ich muss Geister zerstören. Wie zerstört man die Geister? Ich weiß auch nicht, ich hatte eben so Bomben und so, ich glaube, das zählte dann. Als du eine Bombe hatte daneben. Ach, daneben? Feuer habe ich mir jetzt equipped. Warte mal, wenn ich jetzt hier das Feuer nehme und dann zu einem Geist gehe. Ja, das, du siehst nicht, dass er drauf geht, aber ich glaube, das zählt als ein Geist dann. Musst du mal gucken. Nee, zählt nicht. Ja, okay. Zählt nicht. Geh da mal ruhig mal. Idee. Pass auf, lass uns das so machen, wir machen ein Wettrennen, okay? Ja. Wer zuerst auf der anderen Seite ist, oder was? Wie krieg ich denn jetzt den Geist besiegt? Ja, weiß ich doch auch nicht, ich bin nicht Hellseher oder was. Leute, schreibt mal in die Hilfe. Kommentare, wenn ihr es wisst. Ah, jetzt kann ich auf einmal wieder Coins einsammeln. Jetzt geht's. Da. Nee, jetzt wieder nicht. Okay, warte. Hä? Also kurz zurücksetzen, ich hab nämlich. Oh mein Gott, da wär's sogar gerade schon gibt. Nein. Was Geister. So, wer ist jetzt am Ziel ist? Los geht's! So, guck mal. Ja! Ja! Ich kann über alle Felder rüberlaufen, ohne dass ich Schaden machen. Guck mal hier, wie ich hier rübersprinte. Wie kannst du das denn machen? Bombe, zack! Macht mir gar nichts! Tja, ich hack halt ein bisschen rum hier gerade. So. Du Hacker! Hier lang und jetzt hier vorne auch nochmal. Zack, Alter, was für eine Abkürzung. Hier kann mir gar nicht. Die Bomben können mir alle gar nichts mehr.
Alter, ich fliege gerade richtig hoch hier. Ich bin schon gleich schon am Ziel. Wie viele Coins sind da hinten am Ziel? Alter. Wow. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie weit ich komme damit. Bam, und ich bin am Ziel. Alter, ich sammle gerade alle Coins hier ein, ne? Oh hey, ich bin vor dir. Ha, ich bin vor dir. Ich war doch schon lange auf dem Grün drauf. Ich bin vor dir aufs Grüne gelaufen. Gar nicht. Ja, ich war doch schon lange da drauf. Alter, wie viel Belohnung ich erhalte. Alter, guck das mal an, bitte. So viele Münzen jetzt gerade. So viele Belohnungen, ne? Ich hab jetzt 2000 Münzen. Jo, und? Was bekomme ich? Eine krasse Epic Box. Dein Haustier ist Nachahmung. Komm schon, bitte. Karotte. Ja, weil du auch so eine Karotte bist. Ja! Guck dir meine Karotte an. Juhu! Wir werden nämlich heute mal in Roblox probieren, welcher Treibsand denn so am gefährlichsten ist. Diese Frage stellen wir uns nämlich heute und diese Antwort bekommt ihr nämlich, denn so werden wir auf jeden Fall im Leben immer gewappnet sein. Wir haben hier sogar Schleim, Moor, also alles, was ihr quasi in echt so sehen könntet, wenn ihr auf jeden Fall auf verrückte Reisen geht. So, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall schon mal an mit Schlamm und hier sind auf jeden Fall auch andere Leute am Start. Und oh Gott, wenn man da reingeht, warte mal, ich gehe jetzt in den Schlamm rein und ich versinke langsam. Oh Gott, aber man kommt, guck mal, wenn man im Schlamm drin ist, kommt man halt doch relativ leicht wieder raus. Ich glaube, je länger man stehen bleibt, desto mehr rutscht man dann rein, ne, Leute. Aber, oh Gott, okay, ey, das ist ja mega, mega cool. Also Schleim ist auf jeden Fall schon mal eins der etwas ungefährlicheren Sachen. Sollte man aber trotzdem unterschätzen, vor allem, wenn man halt richtig dreckig wird, ne. Also, da wird auf jeden Fall eure Mutter euch nicht freuen, wenn sie das Ganze in die Waschmaschine machen muss. Als nächstes haben wir jetzt hier Ton am Start. Und es ist jetzt hier, oh Gott. Ach, Ton ist denn hier. Oh, Jovi, oh, Hilfe. Was, wir versinken extrem schnell davon, ne? Guck mal, wir versinken einfach extrem schnell. Warte, was passiert eigentlich, wenn ich komplett versinke? Oh nein, 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 nein. Meine ganze Welt wird gerade voller Schnee oder so. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich glaube, ich setze mich ja wieder ganz kurz zurück. Aua, oh Gott. Okay, also das heißt, je tiefer man geht, desto mehr spürt man quasi diesen Effekt vom Ton und sonstigen Dingen. Wir haben jetzt auch Teer. Ah, das heißt, wenn jetzt so Asphalt frisch gemacht wurde, Leute, auf der Straße, das ist dann einfach Teer. Und aus dem kommt man eigentlich nicht mehr raus, ne? Oh Gott. Guck mal, ich bin voller. Leute, ich bin voller Teer. Hilfe! Hilfe, ich brauche Hilfe. Hilfe noch jemand. Hallo du. Du musst mir helfen, bitte. Kann ich den greifen? Oh nein. Nein, 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 nein. Ey, mein Gesicht. Mein Gesicht. Oh. Oh Gott, wir sind unter Teer. Kann ich wieder hochkommen? Nee, wenn man einmal unter ist, Leute, kommt man anscheinend nicht mehr hoch. Ey, was? Ich kann jetzt nicht mehr hochgehen, ne? Das geht nicht, ey. Ey, wir haben hier auf jeden Fall noch viele, viele andere Sachen am Start. Und das Coole ist halt, guck mal, wir haben jetzt erstmal jetzt Treibsand. Das ist der originale Treibsand, Leute. Sogar trockenen Treibsand. Okay, warte, ist das hier ein Unterschied irgendwie? So, das ist Treibsand. Und ich merke schon, man kommt da relativ schwer wieder raus. Also, man kann halt so rübergehen. Aber der ist eigentlich noch relativ entspannt. Oh Gott, ey, jetzt sind meine Hände auch schon wieder gelb. Ah, guck mal, was ist, wenn ich jetzt laufe? Fühlt das ein bisschen eklig an, ne? Wie sieht das aus beim trockenen Treibsand? Ist der irgendwie gefährlicher, Leute? Oh nein, 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 nein. Ich komme nicht mehr raus. Oh Gott, ich komme doch noch raus. Ey, Leute, das sieht auf jeden Fall echt hier alles mega gefährlich aus. Das haben wir jetzt hier nassen Treibsand. Oh, Junge. Jo. Nein, 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 nein. Nein, 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 lass mich hier raus. Ey, Leute, Hilfe. Ich springe noch schon die ganze Zeit. Aber irgendwie der nasse Treibsand. Ah, Hilfe. Hilf mir noch jemand da vorne. Na, okay, also nasser Treibsand macht uns auf jeden Fall auch anscheinend relativ kaputt, Leute. Ich will mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier in Schleim reingehen. Wir haben jetzt hier Schleim, Leute. Und in Schleim passiert eigentlich, wie man sehen kann, ist Schleim eigentlich relativ entspannt. Ne? Man hat da natürlich danach hier diese Glibberform. Die sieht auf jeden Fall auch echt mega cool aus. Bei Moor ist es dann so, wenn man zum Beispiel jetzt hier in so einem, da sehen wir ja fast gar nicht. Also Moor ist auf jeden Fall auch noch richtig, richtig entspannt. Ne? Wir haben hier noch richtig viele verrückte Sachen. Was haben wir hier jetzt gerade? Wir haben nämlich anscheinend Glückwunsch. Hä? Ist das so Wackelpudding? Oder was soll das sein, Leute? Oh nein, sag jetzt nicht, dass hier ist Kacke, oder? Oh, Leute, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Geh mal ganz kurz weg, Kollege. Wir haben hier einmal den Dschungeltreibsand. Ah, die ist sogar noch Lava. Okay, warte mal, Dschungeltreibsand. Oha. Jo, der ist ja voll gefährlich. Guck mal, wie tief wir hier sinken. Einmal beim Dschungeltreibsand. Dafür steht auch vielen Dank für die Unterstützung. Hilfe! Oh Gott, ich bin ein bisschen angetroffen. Was ist das denn hier? Wir können hier was kaufen, Leute. Ich glaube, ich kaufe es mal ganz kurz. Ich will hier vorne auf jeden Fall noch abchecken, wie es ist, wenn wir zum Beispiel in Lava reingehen. Ist sogar Honig, Leute. Okay, Lava muss ich doch locker direkt... Oh! Ja,
Okay, ich glaube, zu Lava musste ich jetzt nicht viel sagen, Leute. Ich meine, wir können da halt echt nur eine Sekunde reinspringen. Honig soll ja auch anscheinend mega, mega klebrig sein. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir quasi, wenn wir durch Honig... Wir haben direkt richtig klebrige Beine. Warte, wenn ich jetzt wieder rauslaufen möchte, klebe ich doch locker richtig am Boden fest, ne? Warte, wir haben jetzt hier Nassbeton. Okay, warte, das ist jetzt Beton. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, Leute, ich bin jetzt hier gerade anscheinend Honig und Beton, ne? ich bin damit voll gemischt, Leute. Jetzt haben wir dichter Treibsand. So, dichter Treibsand. Okay, das brauche ich anscheinend gerade echt. Also, in der Zeit, wo ich versunken bin, ne? Ja, guck mal, der hilft mir sogar raus, Leute. Der hilft mir raus. Was ein Ehre, Mann. Wie nett der einfach ist, ne? Der packt mir jetzt hier einen Honig. Ist echt nett von dir. Dankeschön. Hallo, kannst du mich loslassen? Warte, ich muss jetzt hier krank gepackt werden. Mal. Jetzt hänge ich hier fest. Der hat mich festgemacht, Leute. Jetzt hat er mich in Honig reingeklebt. Mann, muss ich wieder zurücksetzen. Oh, der Todesspagat. Kann ich eigentlich auch die anderen Leute greifen und die in so Sachen reinpacken? Weil wir hatten jetzt hier gerade den dichten Treibsand oder gebrochener Schlamm. Und der gebrochener Schlamm macht halt auf jeden Fall dreckig unsere Hose dreckig. Aber der ist auf jeden Fall jetzt nicht wirklich gerade sehr, ja, wie kann man es sagen, Leute, gefährlich. Ne, Moor. Jetzt nochmal Moor mit... Oh, das ist denn... Oh, guck mal, man kann fast gar nicht rausgehen, ne? Ey, wir haben sogar noch Obbys. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt hier einfach nehmen, Leute? Kann ich den jetzt einfach nehmen? Oh, mein Gott. Ich hab ihn. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt einfach nehmen und zu Lava hingehen und ihn da reinschmeißen, Leute? Ja, das wäre ja zu krass. So, komm schon, Kollege, komm mit. Ich pack dich jetzt in Lava. Haha. So, Lava rein und zack. Er hat's rausgeschafft. Nein, 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 nein. Das war nur ein Prank. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Ja. In die Lava mit dir. Oh nein. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier schnell durchziehen, Leute. Wir haben uns jetzt ein paar Feinde gemacht. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Sachen am Start. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Obleg. Was soll ein Obleg sein? Oh, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gefährlich, Leute. Oh, das sieht echt sehr gefährlich aus, das Ding. Obleg, was ist denn das, bitteschön? Das ist, glaube ich, kein... Oh, ist das Kaugummi? Wie sehe ich denn aus? Schmutzig und sauber zugleich. Dschungelschlamm. Was haben wir hier noch gerade? Warte mal, erst der Dschungelschlamm. Ja, auf jeden Fall auch relativ... Also bis jetzt auf jeden Fall Lava am gefährlichsten, Leute. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Jo, ich komme nicht mehr hoch. Hilfe! Hilfe, was ist das? Was ist das? Wo bin ich drin? Das ist ja eklig. Ich glaube, es ist eklig. Ich bin ganz dunkel. Ich bin ganz vollgeschleimt. Ey, nein. Lass mich hier raus, bitte. Ey. Hey, was war das denn jetzt gerade, wo wir drin waren, Leute? Das sah ja übertrieben komisch aus, ne? Warte mal, ich gehe mal hier vorne mal ganz kurz hin. Weil ich glaube, wir haben noch gleich die Obbys, die wir machen können. Aber das sah ja richtig komisch aus. Guck mal, er kommt da auch fast gar nicht mehr raus, Leute. Was haben wir denn hier jetzt? Flüssig Miere. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir haben auf jeden Fall ja noch die Seite hier am Start. Und zwar haben wir noch hier Nassschlamm, dichtes Gurtband. Was? Dichtes Gurtband? Oh Gott, das ist einfach meine Hose. Auf Stein? Seife. Ist doch eher rutschig. Ey, als ob ich in Seife so doll versinke. Ich dachte, es ist eher rutschig. Hilfe! Hä, Seife? Hä, warum ist Seife so krass? Ey, ich bin jetzt ein Seifenmensch. Leute, ich komme bei Seife nicht mehr hoch. Ich kann so viel drücken, wie es geht. Ich werde von Seife ersticken. Aua. Hätte nicht gedacht, dass Seife so gefährlich ist, Leute, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. So, warte mal, was haben wir jetzt noch hier vorne? Weil ich glaube, wir haben hier vorne... Gülle. Oh, Gülle ist, glaube ich... jetzt sehe ich richtig scheiße an den Beinen. Buchstäblich nur ein Loch. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal rein, Leute. Yippie! Nein! Nein, nein, nein! Oh, da sieht man noch die ganzen anderen Löcher. Wie cool ist das denn? Nee. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier fast alles abgecheckt. Ich will jetzt aber ganz kurz wissen, was das hier für Obbys sind, Leute. Ob wir dadurch halt irgendwas Krasses entdecken. Irgend so eine Mischung aus gefühlt manchen... Hier ist sogar McDonald's. Das heißt, hier haben wir, glaube ich, gerade fettig. Ganz, ganz viel Fett hier auf dem Boden, Leute. So, jetzt hier ganz vorsichtig rüber. Und jetzt sind wir hier sogar schon hier im nächsten Bereich. Und jetzt haben wir anscheinend hier gerade die Obby schon abgeschlossen, wo wir jetzt hier gerade sind. Das sieht auf jeden Fall gerade echt mega cool aus. Kommen wir jetzt auch nochmal irgendwo speziell raus, wo wir so eine zweite Etage gehen. Gut gemacht für die Obby. Okay, also wir hatten jetzt, glaube ich, gerade vorne gerade noch eine zweite Obby, ne? Okay, ich gehe mal ganz kurz wieder vorne, Leute. Jetzt schaffen wir auf jeden Fall die Obby. Hier bei dem Ding. Das war ganz schön knapp. Okay, hier müssen wir, glaube ich, am besten so außen ran springen.
um dann hier hochzuklettern. Ja. Nein! Nicht in die McDonalds! Och, nö! So, jetzt schaffe ich aber die Obby, Leute. Kein Problem hier, für hier kein Problem auf der Titanic. So, okay, pass auf, jetzt hier schön einmal so, hier hoch. Okay, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. Ich muss, glaube ich, jetzt hier einmal links außen schauen. Kletter! Kletter! Kletter doch, was machst du denn? Hör auf, das Ding zu rammeln! Ey, Leute, ohne Spaß. Er kommt ja nicht mehr hoch, ich häng fest. Also die zweite Obby schafft man anscheinend nicht. Das gefährlichste war auf jeden Fall Lava, Leute. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt mit Treibsand und allgemeinen Experimenten, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die beiden Videos aus. Haut da rein, bis morgen. Ciao, ciao.